Die Ampel steht nun auch auf grün und zwar für unseren Kulturpunkt. Handy, Computer und Playstation und auch das Internet, das alles gab es nicht, als Oma und Opa noch Kinder waren. Aber auch damals spielten die Kinder gerne mit Spielsachen, die vor allem eines ermöglichten, nämlich gemeinsam zu spielen. Womit Oma und Opa spielten, ist die diesjährige Weihnachtsausstellung im Heimathaus Stadtmuseum Perg, das am 23. Dezember ab 15 Uhr seine Pforten öffnet. Ach, was muss man oft von bösen Kindern hören und lesen. Wie zum Beispiel hier von diesen, welche Max und Moritz hießen. Bis heute haben die Reime von Max und Moritz, die der Witwe Bolte die Hühner stehlen und dem Lehrer Lempel Schießpulver in die Pfeife füllen, nichts von ihrer Faszination verloren. Zu hören und zu sehen am 23. Dezember ab 16 Uhr in der Johann-Bölz-Halle. Eine Produktion des Linzer Kellertheaters. Nun aber unser Kinotipp. Er ist technischer Leiter in der Flugzeugindustrie, sie Historikerin. Sie haben zwei halbwüchsige Kinder. Kennengelernt haben sie sich vor 17 Jahren beim Tauchen in perfekter, wortloser, stiller Unterwasserharmonie. Nun sind sie beim Paartherapeuten gelandet. Die Wunderübung, ein Film von Michael Kreisel. Also, Verzeihung, ich will wirklich nicht ungeduldig sein, aber können wir dann langsam beginnen? Liebe Frau Dorek, lieber Herr Dorek, Sie haben also gemeinsam beschlossen, bei mir in Paarberatung zu gehen? Sie ist sehr temperamentvoll. Also, sie ist sehr schnell auf 180. Nur bei dir. Er kann komplexe Dinge auf einen ganz simplen Nenner bringen, auf seinen. Frieden. Frieden. Sie müssen wissen, wir hatten heute beim Frühstück leider einen heftigen kleinen Streit. Disput. Und nun stellen Sie sich bitte vor, ein Wunder ist geschehen und Ihre gemeinsamen Probleme haben sich in Luft aufgelöst. Entschuldigung, das ist die trockene Luft hier. Die trockene Luft. Mir ist sogar eine positive Eigenschaft meines Mannes eingefallen. Ja? Aber jetzt habe ich sie leider wieder vergessen. Solche Übungen kann man nur mit Menschen machen, mit denen man solche Übungen auch machen kann. Nicht mit meiner Frau. Meine Frau ist eine Frau. Reintausch! Warum kommst du denn so spät nach Hause? Was gibt's zu essen? Na, das Übliche. Nichts. Sehr schön. Kann ja wohl nicht wahr sein, ich eine Sache Pause! Warum trennen sie sich eigentlich nicht? Auf diese Idee kommen wir durchaus von selbst. Und gar nicht so selten. Ich bin nicht unfehlbar, das weißt du ganz genau. Ja, ganz genau, das weiß ich, aber du weißt es nicht. Tja heißt bei ihm ja, aber ich übernehme keine Verantwortung. Tja ist quasi seine Lebensphilosophie. Frau Dorek, diese Faust symbolisiert ihr Herz. Also, was ist los mit Ihnen? Meine Frau hat mich verlassen. Na, da sind wir genau an den Richtigen geraten. Die Vorlage für diesen Film lieferte Daniel Glattauer mit seiner Erfolgskomödie Die Wunderübung. Gespielt wird das Kinoerlebnis am 18. und 19. Dezember ab 19.30 Uhr im Kuckuck. Damit sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Danke fürs Mitdabeisein und eine schöne und erholsame Woche. Bis bald und auf Wiedersehen.